Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr die unbedingt mal auschecken. Da war es richtig spannend, da haben wir auch sehr viel gemacht, viele Leute Ich bin geärgert. sicher, ich habe, was wir Und brauchen. wir sind ja momentan auf der Suche nach Jacopo und müssen ihn immer noch suchen. Also als erstes kaufen wir uns hier mal ein bisschen Rüstung. Das sieht gut aus, Munition ein bisschen auffüllen. So, das hätten wir dann schon Bitte mal. schön, der Herr. Empfehlt mich euren Freunden. So, wir machen jetzt die Hauptgeschichte weiter. Da hinten müssen wir hin, 147 Meter sind es. Aber bevor wir die Hauptgeschichte weitermachen, nehmen wir da hinten diesen Glyph mit. Und dann machen wir den ein Assassinengrab. Ja, was ist denn? Warum dauert das so lange? Ah, muss man mal so nah rangehen immer. Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Hunden und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Aha, mal gucken, was jetzt kommt. Brüder. Oh, dieser Scheiß schon wieder. Ich kann das nicht leiden. So. Wenn ihr das lesen wollt, na kurz Pause drücken. So, hier wieder mal ein bisschen rumdrehen. Mal, das muss unbedingt mal gerade sein. So, jetzt haben wir es. So, dies alles geschah im Geheimen, na, natürlich. Wie sollte es denn sonst auch passieren? Och, noch einer. Ey, die sind doch unverschämt, die Leute hier. So, der war schon etwas länger. Und noch ein. Der war noch etwas länger als der andere. Das war ein bisschen komplizierter hier mit dem. Das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden. Aber ging dann doch am Ende. Obacht, dass keins mal. Aha. Ne, wer das lesen möchte, kann pausieren das Video. Ne, ich habe keinen Bock, das zu lesen. Das ist mir unwichtig. Also, das habe ich schon im letzten Video gesagt, aber ich verstehe immer noch nicht, was ich mit diesen Videos anfangen soll. Ich komme da nicht mit. So, hier geht's nicht entlang. So, wir machen jetzt erstmal ein Assassinengrab hier. Oder erst die Mission. Salve, Ezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Stadtschreier. Na gut. Dann holen wir uns jetzt das nächste Opfer, ne? Eigentlich wollten wir das hier diesen Assassinengrab machen, aber ich habe mich spontan nochmal umentschieden und habe mir gedacht, ach, machen wir erstmal die Hauptgeschichte und dann machen wir das Assassinengrab. So. Jetzt müssen wir wieder auf Türme klettern, wie so ein Affe. Na, da kommen wir nicht hoch. Müssen wir mal rum. Bürger von San Gimignano, hört meine Worte. Ihr müsst Buße tun. Bereut und sucht nach Vergebung. Für eure gottlose Art habt ihr euch den Zorn eines Dämons zugezogen. Gerufen von eurer Sünde wandelt er nun in eurer Welt, gekleidet in Schatten und Dunkelheit. Und wo er geht, folgt ihm der Weg. Ah! Warum, fragt ihr? Weil ihr euch verirrt habt, Matthew! Diesem Schuft Lorenzo del Medici opferte. Ihr seid Marionetten, gelenkt von einer Börse, überzeugt von vergifteten Worten. Ihr habt eure Tugend verloren, ihr habt eure Würde verloren, ihr habt den Glauben verloren. Und das zieht den Dämon an, um sich zu nähren.
und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch vor diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Auf ihr Himmel! Ah, hör doch endlich auf zu labern, Mann, du gehst mir auf die Nerven. Immer so irgendwelche Scheiß. Hinfort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Man munkelt, dass das neue Gerät aus Padua war, und damit das Gewicht erstellen soll. Ah ja, gut. Dann willst du es auf die harte Tour? Gerne. Ich habe nichts dagegen. So, den nehmen wir auch nochmal mit. Oh, wir haben einen Brief erhalten von Antonio Maffei. Maestro, mit angsterfülltem Herzen schreibe ich diesen Brief. Der Prophet ist gekommen. Ich fühle es. Die Vögel verhalten sich seltsam. Sie kreisen um den Ort. Ich sehe sie von meinem Turm. Ich werde nicht am Treffen teilnehmen. So offen darf ich mich nicht zeigen. Sonst findet mich der Dämon. Vergebt mir, da ich nur auf meine Stimmen höre. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Mich leiten. Bruder A. Ah ja. Na? Ah ja. Gut zu wissen. Nun kam der Dämon zu dir. Höchstpersönlich. So, ihn hätten wir jetzt auch erledigt. So, 145 Meter ist die nächste Mission entfernt von uns. So, aber vorher machen wir diesen Assassinen-Grab hier, nehmen wir mit. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir das machen. So, spielen wir jetzt mal ein bisschen verstecken, ne? Das Geheimnis dieses Tore. Ich kann es noch nicht aussprechen. Ich lasse es lieber. So. Warnung, Sperrgebiet. Das wissen wir ja. So, hier müssen wir lang. Und dann da hoch. Na, dann wollen wir mal, ne? Oh, boah, bin ich doof. Richtig bescheuert. Gehen wir mal hier entlang, mal gucken, wo wir da hinkommen. Wir kriegen ihn, keine Sorge. Das ist doch nicht etwa. Oh, schade, ich dachte, da könnte man noch hochklettern. Naja, egal, dann kämpfen wir eben. Wir sind ja eh nur drei Leute. Genau. So nehmen wir auf. Und weiter geht's. So, hier müssen wir hoch. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, das ist richtig hier. Einmal hier hoch und dann einmal rüber. Oh, das war ein bisschen knapp. Was soll das denn jetzt noch wieder? Also ehrlich, richtig unverschämt. So, richtig kindisch. So, ihn nehmen wir auch mit. Was ist denn da? Ah, der Weg zu einer Truhe. Wisst ihr was, den nehmen wir auch noch mit. Die Truhe da. Na, wer den Cent nicht ehrt, ist ein Euro nicht wert. So, den holen wir uns jetzt.
einmal runter hier. Ja, genau, darunter. Was macht der da? Ist er betrunken? Guck mal. Malaka. So, jetzt aber nach oben. So. So, da haben wir jetzt unsere Schatztruhe. So geht das. So, mal hier aufmachen, das Tor. Jetzt haben wir Zutritt bekommen von uns selber. Ups. Also dann nach oben müssen wir. Und unterwegs müssen wir noch ein paar Leutchen mitnehmen. Begrüßen wir die in Valhalla, ne? So, wann gehen wir denn am besten raus? So, jetzt vielleicht. Oder... Ja, komm. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach Frontalangriff. Also jetzt hier mit den drei Doofen. Ups. Hallo, was ist denn los? Na geht doch. Mann, ey, muss man immer alles selbst machen. Unverschämt sowas. So, gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, was dann passiert. So, geht's da vielleicht nochmal hoch? Nein, schade. Ah, das war scheiße jetzt. Das war jetzt richtig doof. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir hin müssen. Wir sollten nicht nach rechts, wir sollten nach links. Da, wo die doofen Soldaten waren. Schauen wir einmal schnell rüber. Genau. Hier entlang sollten wir gehen. Und dann hier über die Kerzenhalter, da, über die Kronleuchter, einmal rüber. Und dann nach oben. Aber wir waren zu langsam. Und die Doofen sind doch noch gekommen. Ja, müssen wir schon wieder kämpfen. Naja, egal. Sind ja uns wieder zwei. Nimm zwei Bonbons, sind das. Boah, der war knapp jetzt. So, jetzt sind wir hochgegangen. Jetzt müssen wir auf dieses Tal da, auf dieses Brett. Na, ein bisschen falscher Ausdruck, ne? Brett. So, mal rüber. Das Fruchtexemplar der Kultivierter nehmen wir da auch noch mit. Ja, Ochse, ich gehe ja schon. Ochse, Alter, der ist selber ein Ochse. Richtige Ochse. So, Checkpoint erreicht. Jetzt geht's nach oben wieder. Ah ja, gut zu wissen, dass da auch noch ein paar Soldaten sind, ne? So, einmal hier rüber. Gehen wir nicht rum, sondern nehmen wir den direkten Weg. Zack! Da war schon einer weniger übrig. Nur noch einer jetzt, glaube ich. Oder zwei. Zwei noch, glaube ich. So, hier entlang. Und immer weiter nach oben. Na ja, jetzt kommen die nächsten zwei. Oder ist es nur einer? Ne, tatsächlich, es ist nur einer. Komisch, ich dachte, das sind zwei.
Na, ist auch nicht so wichtig, ne? Ist ja auch egal. So, wieder hier rüber, nach oben. Lang. Nach hinten? Boah. Glück gehabt. So, das hätten wir doch schon wieder fertig. Den Sarkophag öffnen, natürlich, wie immer. Aber vorher, ne? Plündern. Moneten sammeln. So. Ja, das gefällt uns, ne? Ja, ich weiß. Jetzt noch Sarkophag öffnen, um das Siegel mitzunehmen. Sehr gut. Da oben geht's raus. So, zwei Siegel schon erhalten. Siegel von Wuyai oder wie das auch heißt. Torre Grossa war das. Geheimnis von Torre Grossa. Ich weiß nicht, ob das nicht ausgesprochen ist. Ja, natürlich werden wir uns beeilen. So. Was machen wir jetzt noch? Machen wir jetzt noch mal die Hauptgeschichte weiter hier, die letzte Mission. Hey, Zio. Das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Genau, wir haben andere Möglichkeiten. Komm raus zum Spielen, Bernardo Baroncelli. So. Schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Genau. Oder schön eins nach dem anderen. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Na klar, gerade wir abgelenkt. Und Lust und verlieren. Kommt, wenn es passiert, ich ziehe weiter. Nie zu lange an einem Ort. Nur, wo soll ich schlafen? Gar nicht. Gar nicht schlafen. Ist doch besser. So, heuern wir die mal an, um die Wachen gleich wegzulocken. Sie wissen nichts. Ich bezahle sie. Aber da steht er jetzt so doof rum und wir sind gerade auch zu sehen. So, kommen wir zum bisschen Medizin. Alle interessieren sich nur für klar, sehen wir stärker aus. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicher. Ja, ja. Ich frage. Und dann? Und dann werde ich beschützt. Wir treffen uns, wenn die Zeit kommt. Und ich gehe hier fort. Ah, scheiße, der hat uns gesehen. Was für ein Opfer. Er ist da! Hilfe! Ja, ich bin da. Oh. So. Geht doch. Na bravo, bravo. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Genau. Gute Nacht. Mit anderen Worten. So, jetzt müssen wir schon wieder kämpfen. Wie immer. Bruder, wie du ohne Zweifel gehört hast, jagt er uns und will Vergeltung. Wir hätten nie zustimmen, uns nie verschwören sollen. Aber was getan ist, ist getan. Also habe ich in 3 Nächten ein Treffen mit dem Maestro einberufen, um Unterschlupf zu bitten. Entweder in Venedig oder bei ihm oder in Rom. Wir treffen uns in der Kirche San Gimignano und gehen zur rechten Stunde an den Ort. Ich bitte dich dringend, teilzunehmen. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Der Assassiné ist erbarmungslos. Wir alleine können nicht hoffen, ihn aufzuhalten. Aber mit der Hilfe des Maestro, vielleicht können wir uns die Zeit kaufen, die für die richtige Reaktion nötig ist. Achte gut auf dich. Florenz mag verloren sein, aber das muss nicht unser Ende bedeuten.
Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Dein Bruder Jacopo. Ah ja, gut zu wissen. Dass man doch noch was erfährt vom Brief vom Jacopo, den er den Bernardo Baroncelli geschrieben hat, den wir halten gerade haben. Gut zu wissen. Genau, wie auch immer, was er da gesagt hat, ich habe keinen verstanden. Mann, warum sind hier so viele Soldaten? Wie noch nie. So, jetzt haben wir aber wirklich mal alle. So, das war's auch schon wieder von der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ist kostenlos, ne? Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.